Fortschritt hat auch diese Namen: Zukunft und Abschied. Ein Erbe von Können und von Weisheit ungezählter Generationen steckt in den alten Berufen, von denen manche Zukunft haben in anderer Gestalt und manche eine Renaissance erleben könnten. Vielleicht haben wir gerade noch Zeit, sie im Bilddokument bei uns zu behalten. Die Letzten ihres Standes. Was war der Wert ihrer Arbeit? Welche Werkstattgeheimnisse können sie uns noch verraten? Wie sind sie geworden in ihrem Werk? Wasser, Gips, etwas Farbe, vermischt, geformt, Spielerei? Nein, das Handwerk des Stuckateurs. In dem Willen, Höchstes zu vollbringen, waren sie zu Künstlern gewachsen. Über 3 Jahrhunderte realisierten sie ihre Vorstellung von Schönheit, prägten mit ihren Formen und Farben die Bauten des 17. und 18. Jahrhunderts. Barock und Rokoko wurden zu Sinnbildern ihres Schaffens. Es ist der Zenit eines Handwerks, dessen Wurzeln tausende Jahre zurückliegen und das offensichtlich für alle großen Kulturen ein wichtiges Ausdrucksmittel war. Ausgestaltungen von Kirchen, Schlössern, noblen Häusern und die Fassaden vieler Bauten sind uns als Zeugnisse ihrer Kunst erhalten geblieben. Stuckfassaden, Gesimse, Ornamente, von Meisterhand geformt und vor allem der figürliche Stuck sind Beispiele dieser unvergleichlichen Handwerkskunst. Es gibt ihn noch, den Stuckateur. Aber das, was seine Arbeit einst ausmachte, ist zur Randerscheinung geworden. Heute ist er überwiegend Verputzer. Wie sonst auch sollte er sein Geld verdienen. Das Handwerk von einst existiert nur noch als Schatten seiner selbst. Seit Baumeister wie Leo von Klenze vorgaben, wie Kunst auszusehen hatte und postulierten, dass alles Farbenfrohe und Glitzernde dem idealen Kunstwerk nur schade. Werner Schwendtner ist einer der wenigen, der noch alte Stucktechniken wie die Herstellung von Kunstmarmor gelernt hat, aber nur, weil es ihn danach drängte, nicht, weil es die Ausbildung verlangt hätte. Und darum ruft man einen wie ihn, wenn vernachlässigte, jammervoll heruntergekommene Stuckarbeiten wieder in altem Glanz erstrahlen sollen, wenn der Zahn der Zeit und stümperhafte Ausbesserungsversuche Schäden hinterlassen haben, wie hier an den Seitenaltären. Sie sind nicht etwa aus echtem, sondern aus Stuckmarmor gebaut und nur mit alter Technik und alten Rezepturen wiederherzustellen. Vielleicht ist es wirklich schon in der Kindheit begraben gewesen, weil ich habe wirklich immer mit Plastilin gespielt und modelliert. Aber ich wusste eigentlich schon, dass ich irgendwo so einen künstlerischen Beruf will, wie vielleicht Kunstmaler oder Bildhauer. Und bei Weitem war also mein Vater ja gar nicht so begeistert, bis er mich dann eines Tages in der Früh um 5 geweckt hat, weil er war Postbote, musste schon so früh aufstehen, und sagt, ein Stuckateurmeister sucht ein Lehrbuch. Und da habe ich das erste Mal erst erfahren, was ein Stuckateur ist, und bin gleich in der Früh um 6 aufs Fahrrad und zu meinem Lehrmeister gefahren. Zu Jakob Schnitzer, wohl einem der bedeutendsten der alten Stuckateure unserer Zeit. Ja, ich erinnere mich an das noch, wie der Karl gekommen ist. Nachher konnte ich dann nicht gleich aufzogen, gell? Nachher um 7:30 oder habe ich aufgetan und reingegangen. Da gesagt, ja, was willst denn du? Nachher ist er gekommen und hat er gesagt, ja, ich möchte einen Stuckateurberuf lernen. Dann haben wir gleich an so gedacht, ja, was ist denn das für ein Kerl? Der kommt aber jung, der ist erst 13 Jahre alt gewesen. Ja, und das ist ein bisschen gefragt, wo ist denn der Vater oder so ein Zweck, das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, gell? Zum späteren Zeitpunkt hat dann mein damaliger Lehrmeister eben dann mal zu meinem Vater gesagt, er hat mich bloß deswegen genommen, weil ich so früh da war und ganz allein gekommen bin. Man bemerkt hier ganz deutlich, dass zwar Schmutz oben liegt, aber die Vergilbung und da muss noch ein Fett
oben sein. Deswegen perlt das Wasser fast ab. Und hier haben wir zum Beispiel schon wieder einen gewissen Schaden. Und wenn man erst jetzt durchs Waschen, wird der erkennbar. Der Grund, warum Schäden an Stuckmarmor nicht wirklich repariert, sondern in den Anfängen der Restaurierung oft nur kaschiert wurden, beruhte weniger auf Unwissenheit, denn auf leeren Kassen. Es ist bedeutend billiger, Löcher zuzugipsen und zu übermalen. Dazu braucht es keinen vom Fach. Stuckmarmor verlangt einen soliden Untergrund aus einer Gips-Sand-Mischung, die mit Tierhaar versetzt ist und deren Oberfläche kleine Rillen erhält, damit später die Marmormasse sicheren Halt findet. Bevor Werner Schwendner aber anfangen kann, neuen Stuckmarmor so herzustellen, dass er genau zum alten passt, muss dessen ursprüngliche Farbigkeit zunächst mal wieder zum Vorschein gebracht. Denn Schmutz, vor allem aber das Licht, nimmt dem Stuckmarmor über die Zeit Farbe und Leuchtkraft. Um also so ein Stück Marmor zu ergänzen, ist es vor allen Dingen wichtig, dass man sich den alten Marmor auf das Genaueste betrachtet. Man muss also feststellen, wie viele einzelne Farbunterschiede sind im Marmor selber vorhanden. Also hier ein leichtes Grau, ein Fleischrot, ein stärkeres Rot. Dann müssen wir als nächstes darauf achten, wie groß sind die einzelnen Farbpunkte. In diesem Fall hat sie nicht sehr groß. Und wenn wir es noch genauer anschauen, dann werden wir sogar bemerken, dass um diese Kugeln so ein ganz hauchdünner schwarzer Rand ist, was nichts anderes bedeutet, als dass sie bei der Herstellung in einem schwarzen Puder gewälzt wurden. Aber noch ist es nicht so weit. Stuckmarmor besteht überwiegend aus Gips und Wasser. Eine Mischung, die bekanntermaßen nach wenigen Minuten steinhart wird. Aber der Stuckateur hat da einen Trick. Er mischt ein Verzögerungsmittel unter. Meist ist das in Wasser gelöster Naturleim, aber auch Bier und Wein. Auch der Saft der Eibischwurzel soll funktionieren. Wichtig ist nur, Zeit zu haben, in aller Ruhe die Masse kneten zu können und mit Bedacht die vorgegebene Farbmischung für den Marmor zu finden. Ja, das Schöne am Stuckmarmor ist natürlich das Mischen und diese Farben mit dem Gips zugeben und das erleben und entdecken dann, wie der Marmor wird. Und wenn er dann auch noch die Struktur und Farbe bekommt, die man will, dann ist das wirklich ein schönes Erfolgserlebnis. Die Wahl der Farbe war früher beileibe nicht zufällig. Vielmehr sollte sie beim Betrachter des Werks Assoziationen auslösen. Gelb konnte zum Beispiel für Neid und Eifersucht stehen, schwarz für Trauer, rot für Blut als Symbol für Opfer und Märtyrertum. In der Wahl der Farben äußerte sich das Temperament und die Einstellung des Künstlers zu seiner Arbeit. Das macht auch das Restaurieren von großflächigen Zerstörungen so schwer. Wie die charakteristischen Farben der verschiedenen Stuckatoren, wie sie früher genannt wurden, herausfinden. Der Gips zieht Wasser aus dem Klümpchen, sodass die Farbe, die in nassem Zustand dunkler scheint, leichter mit einem Muster des originalen trockenen Marmors verglichen werden kann. Je mehr Erfahrung der Stuckateur hat, umso mehr Zeit wird er sich nehmen, bis er mit seiner Mischung zufrieden ist. Mischen, prüfen, korrigieren, wieder prüfen. Und um es genau beurteilen zu können, geht Werner Schwendner vor die Tür. Denn nur Tageslicht zeigt die Farben, wie sie wirklich sind. Durch den Zusatz bzw. die Menge von dem Leimwasser kann man auch den Abbindeprozess verzögern von einer Stunde bis auf 10 Stunden theoretisch.
Weiteres ganz wichtiges Kriterium dabei ist, dass durch das Kneten von dem Gips, also viel mehr Gips in eine Menge Wasser eingegeben hat, dass wir einen ganz anderen Verdichtungsgrad bekommen. Und dadurch entsteht auch die Härte, die der Stuckmarmor braucht, dass man überhaupt einen Glanz aufschleifen bzw. aufpolieren kann. Von allen Farbschattierungen, die in dem auszubessernden Bereich kommen, hat sich Werner Schwendner so viel Masse hergestellt, dass sie sicher reichen wird. Daraus rollt der Stuckateur Kügelchen, entsprechend der vorgegebenen Größe und in der Häufigkeit, wie es der bestehende Marmor aufgibt, und formt sie vorsichtig zu einer Kugel. Farbspritzer werden die marmortypische Aderung gegeben. Ein falscher Handgriff, zu stark gepresst, die Kugeln zu groß, zu klein, ein Farbspritzer zu viel, und der neue Marmor wird nicht zum alten passen. Da zeigt sich die besondere Herausforderung, die in der Restaurierung von Kunstmarmor liegt. Für einen Marmoristen, so die Bezeichnung eines Stuckators, der sich auf die Herstellung von Kunstmarmor spezialisiert hatte, existierte dieses Problem nicht. Er war frei in der Wahl der Farbe und Struktur. Obwohl, eine Beschränkung gab es schon. Der Marmorist hatte sich an echtem Marmor zu orientieren. Aber warum verwendete man da nicht gleich echten Marmor? Zunächst einmal, weil Kunstmarmor viel billiger war. Damals als Zeit noch nicht mit Geld gleichgesetzt und Handarbeit noch kein Luxusartikel war. Wieder hat der Gips nur die Funktion, Feuchtigkeit aus der Masse zu ziehen. So kann zügig weitergearbeitet werden. Wie aus den Büchern aus bekannt ist, war die Barockzeit eigentlich eine relativ lockere, teilweise sogar eine sehr lustige Zeit, freimütig in allem. Und das äußert sich halt auch in ihrer Arbeit, die nicht immer alles so genau genommen haben, wie das zum Beispiel heute der Fall wäre, wo man dann gleich nachmisst, ob du ja auf einen Zentimeter alles genau ist. Und die haben das einfach, die haben die Freiheit gehabt, den so zu machen, wie es ihnen Spaß gemacht hat. Wie zum Beispiel hier in der Bibliothek von Waldsassen, gebaut vor über 200 Jahren. Also wenn ich so eine Stuckdecke sehe, da beneide ich echt meine Kollegen von früher. Die müssen so viel Spaß gehabt haben, so etwas zum Modellieren zu dürfen, zum Antagen. Wenn man dann so rüberschaut, das ist eigentlich egal wo. Überall sind irgendwelche spaßige Sachen einmodelliert. Also schau mal hier, da wirft einer seine Leiter ab. Der Hut und sein Stock, der liegt schon unten. Mein Gott, das war ein Auftraggeber. So was fehlt uns heute. Normalerweise werden also so kleine Ergänzungen im Stuckmarmorbereich freihand aufgetragen, zugeschnitten und später dann eben geschliffen. Bei größeren Teilen oder bei Profilierungen von Gesimsen oder so kann man dann auch den Weg wählen, dass man eine Negativform macht, dort den Stuckmarmor eindrückt und später dann an die fehlende Stelle ansetzt. In Augsburg hat Werner Schwendner seine Werkstatt, die sich aber mit den Jahren eher zu einem Ausstellungsraum für seine unzähligen Sammelobjekte entwickelte, darunter zum Beispiel hunderte verschiedener VW-Käfermodelle. Das ist sein Refugium, sein Lebenszentrum. Wann immer es die Aufträge zulassen, arbeitet er hier. Zum Beispiel, wenn er ein Stück seiner Arbeit aus Schlössern oder Kirchen mit hierher nehmen kann, wie diesen Abguss. Das Reizvolle am Stuckmarmor ist natürlich auch das, dass man damit Dinge machen kann, die mit dem echten Marmor nicht möglich wären. Zum Beispiel in 14 Heiligen, dass so ganz fein ziselierte und in Farben abwechselnd reichen Spiel einfach Konstruktionen
geschaffen wurden, die im echten Marmor einfach nicht möglich sind. Bei diesem einzigartigen Stück Marmoraltar, den wir hier sehen, da wird mir es wirklich klar, weshalb der nicht aus dem echten Marmor sein konnte. So einen Marmorklotz aus einem Guss wird es gar nicht geben, der diese Farbigkeit hat, die genau zur Kirche hin abgestimmt ist. Genauso wie diese Filigranheit oben, da wird einfach ein echter Marmor einfach brechen oder man würde die Gussnähte bzw. die Versetznähte sehen. Eines der wenigen Sachen, die man also nicht im Stück Marmor imitieren kann, sind zum Beispiel diese transparenten Partien, die wir hier sehen. Und da haben die einfach den Trick gemacht und haben ein paar Scheiben von einem echten Marmor in den Stück Marmor eingelegt. Wo ich meinem Lehrmeister heute noch sehr dankbar bin dafür, ist, dass er erkannt hat, dass ich für das Ornament eine Begeisterung hatte. Und deswegen habe ich auf Weihnachten einen Zeichenblock von ihm geschenkt, wo er mir vorne diese herrliche Zeichnung reingemacht hat, über das Ornament. Und hier kommen wir also zu Zeichnungen, die ich dann in der Berufsschule gemacht habe. Und da musste ich mir aber selber erst durchsetzen, dass ich das durfte, weil selbst zu der Zeit hat es das schon nicht mehr gegeben, dass man Freihand zeichnen gehabt hat, sondern wir mussten eben nur Konstruktionszeichnungen machen. Und deswegen habe ich mich dann durchgesetzt, damit ich das, was für meinen Beruf wichtig ist, dieses Freihand zeichnen. Kunstmarmor ist nur eines der vielen Gebiete, die zu diesem Handwerk gehörten. Ein anderes ist der Antragstuck, das freihändige Modellieren. Ihm gehört Werner Schwendners besondere Vorliebe. Davon wissen auch Kollegen und sie rufen ihn, wenn Ornamente wie Putten und Pflanzenlaub zu rekonstruieren und völlig neu zu modellieren sind. Ein schwieriges Unternehmen, denn rabiate Umgestaltungen zum Ende des 19. Jahrhunderts haben von der einst prunkvollen Dekoration oft nur noch Fragmente übrig gelassen. Der Stuckateur, der nicht ein profundes Wissen über Stilrichtungen und die unterschiedlichen Handschriften der großen alten Meister hat, wird da vor Problemen stehen. Mit seiner Zeichnung als Vorlage setzt Werner Schwendner Mörtelschicht auf Mörtelschicht. Zunächst ist Material und Arbeitsweise grob. Aber je feinkörniger die Gipsmischung wird, desto deutlicher treten Gesichtszüge zum Vorschein. Früher, wenn ich so ein Ornament modelliert habe, da habe ich halt rummodelliert und nochmal und oft nachgeschnitten und so. Und das ist also eigentlich gar nicht so gut. Besser ist es, wenn man das schnell machen kann und im weichen Zustand den Gips dann an die Decke bringt. Und daraus entsteht dann das Leben, das im Ornamentstück ist. Also da muss wirklich so ein Schwung reinkommen und das geht halt besser, wenn man es flott machen kann. Zum bildhauerischen Können, das Voraussetzung für diese Arbeit ist, kommt noch eine weitere hinzu. Ein Wissen über perspektivische Verschiebungen. Was später von unten richtig aussehen soll, muss der Stuckateur, der ja dicht unter der Decke arbeitet, leicht verzerrt modellieren, quasi den anderen Blickwinkel gleich mit einarbeiten. Ohne Erfahrung ist das nicht zu machen. Aber auch dann ist es sinnvoll, die Baustelle so einzurichten, dass ein Kontrollblick von unten möglich ist.
Ich bin vielleicht noch ein bisschen altmodisch in meiner Einstellung, was die Arbeit angeht, weil ich arbeite von der Früh bis in der späte Abend. Ne? Aber dafür mache ich mal zwischendurch meine Pausen. Man trinkt mal einen Kaffee oder man trinkt mal ein Bier, weil man wäre ja eigentlich dumm, wenn man sich das alles bis ins hohe Alter versetzt und sagt, jetzt habe ich vielleicht die Ruhe und dabei ist dann das Leben schon vorbei. Werner Schwendner weiß sich, sein Leben zu gestalten. Seine Werkstatt ist zum Treffpunkt für Menschen geworden, die seinen Sinn für Lebensqualität und Lebensfreude teilen. Danke. Hallo, Werner. Grüß dich. Servus. Adi, willst du ein Bier, ne? Ja, gerne. Ja. Und so hast du letzte Woche was abgestürzt. Wenn immer möglich, widersetzt sich Werner Schwendner der Haltung, wonach Arbeit und Leben zweierlei zu sein haben. Auch in dieser Hinsicht hat er sich einige der Tugenden alter Handwerker erhalten. Eine Restaurierung wie die der beiden Seitenaltäre braucht Zeit. 3 Monate hat es gedauert, bis alle schadhaften Stellen ergänzt, mehrmals gespachtelt und geschliffen waren. Jetzt wird noch gestuckt. Dafür muss das Leimwasser gefiltert sein, denn es dürfen keine harten, kratzenden Körnchen in die Gipssuppe gelangen. Mit ihr wird der Marmor ein letztes Mal überstrichen. So schließen sich auch die kleinsten noch verbliebenen Poren, Voraussetzung für Glanz. Die Hauptarbeit beim Stuckmarmor besteht natürlich außer dem Mischen mit Schleifen, Schleifen und nochmal Schleifen. Da fragt man sich manchmal dann schon, warum nimmt man dann nicht eine Maschine dafür? Aber da wird man einfach die Fläche tot machen. Und die Gesimse oder sowas lassen sie sowieso nicht mit der Maschine schleifen. Aber allein eine Fläche im Stuckmarmor, die muss ein gewisses Leben denn haben, das eben durch das Handschleifen kommt. Also minimale Vertiefungen, die einfach mal da sind und die so eine gewisse Lichtbrechung geben und damit einfach den Marmor lebendig machen. Ist die Arbeit einmal so weit gediehen, freut sich Werner Schwendner immer wieder, wenn nicht einmal er sicher sagen kann, wo genau der alte Marmor aufhört und wo sein neu eingefügter anfängt. Jedenfalls überall hier hat er ausgebessert. Hält man sich vor Augen, dass Schleifen und Polieren nicht Tage, sondern Wochen dauert, dann wird klar, warum Stuckmarmor heute um ein Vielfaches teurer als echter Marmor ist. Aber das allein kann nicht der Grund sein, warum Kunstmarmor kein Gestaltungsmittel mehr ist. Es muss daran liegen, dass wir, aber vor allem Bauherren und Architekten, Stuck ganz allgemein nur in Verbindung mit Barock, Rokoko und Jugendstil begreifen. Und dabei übersehen, welche Fülle von Möglichkeiten in diesem Handwerk schlummern. Neue, ungeahnte Formen könnten entwickelt werden, in einer Freiheit, wie sie nur Stuck ermöglicht. Wenn ich mir jetzt also dieses kleine Altärchen so anschaue und dann feststelle, dass das Antipendium zum Beispiel so verschiedenfarbig ist. Auf der einen Seite ist es so blaugrün und auf der anderen Seite fehlt einfach diese Farbbrillanz, es ist so abgestumpft durch Gelbtöne und man weiß nicht, warum haben die das so gemacht. Vielleicht ist es ein Farbausgang, sie haben sie stecken müssen. Ja. Wenn uns das heute passieren würde, würde man einfach mit dem Auto geschwind in den nächsten Farbenladen fahren, die zwar auch weg sind oder weiter weg sind, aber man wird es bekommen. Die damals mussten dann wahrscheinlich mit dem Pferd ein paar hunderte von Kilometern reiten, bis sie dann wieder in der Farbmühle waren und dort diese für sie ja auch damals sehr teuren Farben zu kaufen. Drängt die Zeit, dann muss auch in die Nacht hineingearbeitet werden. Noch letzte Ausbesserungen am Ornamentstuck, damit Vergolder und Kirchenmaler die Restaurierungsarbeiten vollenden können.
Ja, von der Schönheit der Arbeit früher denke ich mir manchmal, ich hätte auch da ganz gern gelebt in dieser Rokoko-Zeit. Mit dem Feichtmeier beieinander ein Stück antragen und oder so Puddos modellieren. Und da war ein Auftrag in Hülle und Fülle da. Und da hat man einfach auch richtig schön frei aus sich herausarbeiten dürfen. Was natürlich heute bei weitem nicht mehr da ist. Wir dürfen noch ein bisschen restaurieren und damit hat es sich im Prinzip schon. Wenn ich mir allerdings dann wieder die Arbeitsbedingungen anschaue, unter denen die vor damals gearbeitet haben, in der, im Frühjahr weg mit dem Viertelvorwerk, irgendwo hin in der Kirche und dann erst im späten Herbst, wenn es kalt war, ist wieder nach Hause und da dann mal ihre Frauen wieder gesehen haben, nee, da lebe ich schon lieber in der heutigen Zeit. Die Pfarrei in Münchenreuth hat sich gerüstet zu einem großartigen Ereignis. Wie konnte es in diesem Handwerk einst zu dieser Schaffensfülle kommen? Lag es daran, dass Handwerk und Kunst eins waren, weil Entwerfen und Ausführen noch in einer Hand lagen, in der Hand des Meisters? Oder lag es an den Kosten? Was kostete in diesem Handwerk schon das Material? Wasser, Sand, Gips. Das teuerste war die Farbe. Also musste nur die Arbeit bezahlt werden. Und die war billig. Das heißt, man konnte sich Arbeit leisten und somit dem Stuckateur Zeit, viel Zeit geben für seine Kunst.